Okay. Letzten Sonntag haben wir angefangen, mit dem Jakobusbrief zu arbeiten. Wir haben angekündigt, dass wir die nächsten 5 Wochen uns mit dem Jakobusbrief beschäftigen werden. Jede Woche ein neues Kapitel. So haben wir letzte Woche schon mal mit dem ersten Kapitel angefangen. Und wir haben versucht zu sehen, welche Hauptgedanken, Kerngedanken Jakobus in diesem ersten Kapitel vermitteln wollte. Heute gehen wir rüber, ich möchte nicht darauf zurückkommen, denn die Predigt ist ja auf YouTube nachzuschauen. Heute machen wir nahtlos weiter mit dem zweiten Kapitel. Und hier sind drei Kerngedanken. Der erste Kerngedanke ist, dass Jakobus auf den Umgang miteinander oder mit Unterschieden, vor allem mit sozialen Unterschieden im Rahmen der Gemeinde eingeht. Er spricht aber auch vor allem das Verhältnis zwischen Glauben und Werken. Ja? Das sind die zwei wichtigen Gedanken, die wir besprechen werden heute. Dazwischen sind noch andere. Genau, und wir fangen schon mal gleich an mit den ersten 7 Versen. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setz du dich hier auf diesen guten Platz. Und zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setz dich hier an meinen Fußschemen. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt worden ist? So. Es war damals ähnlich wie heute, nur viel stärker ausgeprägt so, dass man in der Gesellschaft auch Klassen oder Schichten hatte. Man hatte die ganz Reichen, und man hatte die ganz Armen. So was wie Mittelschicht gab es da auch kaum. So, und es ist einmal so, dass bei Gemeinde in der Gesellschaft verankert ist, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass verschiedene gesellschaftliche Schichten und Gruppen sich in der Gemeinde versammeln. Und so war das auch bei denen. Da kamen auch Reiche wie Arme in die Gemeinde. Denn Jesus ist für alle Menschen gestorben, für die Reichen wie für die Armen. Und hat Gemeinde gestiftet als ein Ort der Versöhnung sowohl für die Armen als auch für die Reichen. Gott seinerseits hat kein Ansehen der Person, er macht keine Unterscheidung zwischen den Menschen auf der Grundlage ihres sozialen Status. Jakobus sagt, es kann sein, dass ein reicher Mann in eure Mitte kommt. Ja, und damals haben sie goldene Ringe, sie hatten andere Reichtumsmerkmale wie heute. Aber er sagt, angenommen jemand, der nach euren Maßstäben reich ist, in eure Mitte kommen würde und ihr würdet ihn bevorzugen, willkürlich bevorzugen, ihr würdet ihm in einen vornehmlichen Platz in der Gemeinde geben. Vielleicht ist er nicht unbedingt geistlicher als die anderen, aber nur weil er reicher ist, würdet ihr ihn besser behandeln als die Armen. Er sagt, wenn ihr das tut, dann tut ihr Unrecht. Das entspricht nicht den Maßstäben Gottes. Und für uns bedeutet das, dass wir auch nach diesen Maßstäben leben sollten, die Gott vorgelegt hat, dass es keine Unterscheidung zwischen Menschen gibt. Wir leben auch in einer ziemlich eine ziemlich bunte Gesellschaft in vielerlei Hinsicht, ob auf der Grundlage der Kultur, Geschlechtsorientierung, Herkunft und religiöse Zugehörigkeit. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft.
Und wir müssen auch damit rechnen, dass früher oder später, dass die Gesellschaft auch dargestellt wird oder wiedergespiegelt wird in der Gemeinde. Die Gemeinde muss so gestaltet werden, dass jedes Mitglied der großen Gesellschaft sich auch einfügen kann und sich wohlfühlen kann in der Gemeinde. Dass jedes Glied der Gesellschaft, wenn er in die Gemeinde kommt, dass er nicht vermittelt bekommt, direkt oder indirekt, klar oder subtil, dass er anders ist. Wenn Menschen der Gesellschaft draußen diskriminiert werden, wenn sie verachtet werden, aus welchen Gründen auch immer, wenn sie in die Gemeinde kommen, sollen sie bedingungslose Annahme und Achtung bekommen. Die sollen das Gefühl haben, dass sie wirklich Mensch sind, wie Gott sie geschaffen und angedacht hat. Die Gemeinde soll sie aufnehmen in Liebe, Achtung und Würde. Amen? Amen? Ich erinnere mich, als ich die damalige Freikirchengemeinde zum ersten Mal besucht habe. Ich war ein junger Student, ausländischer Herkunft, offensichtlich, da geht es kaum. Und ich komme da rein, die Gemeinde ist weiß, wie ich weiß es nicht. Ich war der einzige dunkelhäutige Mensch da. Und vorher war mir ein bisschen bange, wie werden sie mich aufnehmen? Sie kennen mich nicht, ich sehe ausländisch aus, spreche ein komisches Deutsch. Mal gucken. Und ich bin hingefahren. Am Eingang stand ein Ältester. Ich wusste gar nicht, was der Älteste war. Er hat mich umarmt. Er kannte mich nicht. Er sah mich zum ersten Mal, hat mich in seine Arme genommen. Da sind alle Ängste gewichen. Und ich betrat den Raum und fand eine Willkommensatmosphäre, Willkommenskultur vor. Und das hat mich getröstet. Das hat mich gestärkt. Und ich bin gerne in die Gemeinde gegangen, weil ich wusste, dort bin ich sicher. Dort werde ich nicht als Ausländer wahrgenommen, sondern einfach als Menschen. Man sieht mich, man sieht Gott in mir, das Ebenbild Gottes in mir. Man sieht meine Gaben, man sieht mich einfach als Menschen und behandelt mich auch als solchen. Und dort in dieser behüteten Atmosphäre konnte und durfte ich wirklich mich entfalten. Meine Persönlichkeit, meine Begabung konnten sich entfalten. Gemeinde soll ein Zufluchtsort sein für die schwächsten Glieder der Gesellschaft. Gemeinde soll ein Heilungsort sein für Menschen, die draußen verletzt sind. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen Ehre erfahren, die nach den Maßstäben der Gesellschaft verachtet sind. In 1. Korinther 12 sagt Paulus, dass er vergleicht die Gemeinde mit einem Körper und er sagt, dass die schwächsten Glieder des Körpers mehr Pflege, mehr Aufmerksamkeit bedürfen. Und so sollen wir auch umgehen, gerade mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft. Wenn sie in die Gemeinde kommen, sollen wir ihnen mehr Aufmerksamkeit geben, mehr Ehre geben, mehr Achtung geben. Amen. Wir sind eine Gemeinde oder der Leib Christi ist ein Ort, wo jeder einfach ein Mensch sein darf. Wo dein Alter keine Rolle spielt. Wenn du 90 bist oder auch 100, bist du herzlich willkommen. Dann ist Gemeinde dein Zuhause. Dann ist Gemeinde deine Heimat. Wenn du behindert bist oder schwer behindert bist, brauchst du keine Gedanken zu haben. Gemeinde ist dein Zufluchtsort. Gemeinde ist deine Heimat. Dort kannst du einfach Mensch sein. Wir verwenden in Gemeinde keine Etiketten. Wir werden nicht an deinen Behindertenausweis fragen. Du bist einfach Mensch. Wenn du arbeitssuchend bist, dann bist du in der Gemeinde ein vollwertiger Mensch. Es spielt keine Rolle, ob du Langzeitarbeitslose bist oder ob du Frührentner bist. Das spielt keine Rolle. In der Gemeinde bist du nur einfach Mensch. Und als solcher bist du voller Würde. Ob du aus Korea kommst, aus China, aus Afrika, wo auch immer du herkommst, in der Gemeinde bist du einfach nur Mensch. Wiederum, wenn du kommst, bewaffnet mit deinem sozialen Status und in der Gemeinde erwartest, dass du besonders behandelt wirst, dann müssen wir dich enttäuschen. Denn auch da bist du einfach nur Mensch. Dein Kontostand, ob dir dein Konto von voller Geld übersprüht, das spielt hier keine Rolle. Wir haben keine VIP-Lounge in der Gemeinde.
Ich erinnere mich, als ich ganz früher in meiner Kindheit war, ich war in der katholischen Kirche. In unserer Gemeinde gab es eine Loge für die ganz Reichen. Sie hatten einen gesonderten Eingang. Wir haben nicht gesehen, wann sie reingekommen sind, wann sie rausgegangen sind. Und wir saßen da zusammen im Gottesdienst, aber sie konnten es nicht sehen. Sie waren versteckt an der Ecke, direkt neben dem Altar oder der Bühne, wo der Priester, der Pfarrer gestanden hat. Sie hatten ihre VIP-Loge. Aber im Haus des Herrn gibt es keine VIP. Jesus allein ist VIP. Halleluja. Wenn du reich bist und in das Haus Gottes kommst, bist du einfach ein begnadigter Sünder. Du bist ein Mensch. Wir werden die Reichen nicht unterdrücken oder beneiden. Auch die Reichen sind herzlich willkommen. Wenn du Millionär bist und mir zuhörst, schön, komm. Herzlich willkommen. Aber du bist auch nur ein Mensch. Gemeinde kann Millionäre und Milliardäre gebrauchen. Genauso können Milliardäre und Millionäre Gemeinde gebrauchen. Amen. Wir sind keine Linksextremisten, dass wir sagen, kein Kapitalismus. Wir lieben alle Menschen. Ob sie reich sind, ob sie arm sind, wir schätzen sie alle. Nur wir wollen sagen, alle sind gleich vor Gott. Und niemand wird bevorzugt. Das spricht Jakobus hier. Bitte lasst uns darauf Acht geben in unserem alltäglichen Gemeindeleben. Und er sagt, die Grundlage dieser Einstellung ist die Nächstenliebe, das Gebot der Liebe. Denn es steht geschrieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das zweitwichtigste Gebot, wie Jesus sagte in Markus 12, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil wenn man hinzuzieht, Matthäus 7, wo er sagt, behandelt andere, wie ihr wollt, dass ihr selbst behandelt werden sollt. Niemand wird gern diskriminiert. Niemand wird gern verachtet. Niemand wird gern erniedrigt. Also tut das auch nicht dem anderen, nur weil er vielleicht sozial schwächer oder irgendeiner Hinsicht schwächer ist. Liebe ehrt. Amen. Liebe schenkt Bestätigung. Das ist die Grundlage dieser Einstellung. Wir wollen Menschen ehren. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt, die Missachtung dieses Gebots ist Sünde. Das heißt, wenn wir Unterscheidung machen zwischen den Menschen, dann ist es Sünde. Ob das ein Moslem ist, ob das ein Afrikaner ist, ob das ein Asiate ist, ob das vielleicht ein Rechtsradikaler ist, selbst sie haben die Liebe Gottes verdient. Schon gewusst? So, was machen wir? Wenn ein Mann hier in die Räume reinkommt, der hat vielleicht Springerjacke an und wie heißt jetzt diese Box, diese Schuhe? Springerstiefel an, Bomberjacke an, ist tätowiert und vielleicht mit Hakenkreuz-Tattoos. Was machen wir? Gucken wir ihn schief an? Laufe ich weg als Ausländer? Ich gehe auf ihn zu, wenn Corona vorbei ist, und biete ihm eine Umarmung an. Sag, schön, dass du da bist. Was magst du, wenn eine Frau hier reinkommt, die knapp angezogen ist? Ihr Outfit gibt den Eindruck, dass sie vielleicht Prostituierte ist. Was magst du? Gucken wir sie schief an? Jetzt sagst du nein, warte mal ab, bis so eine reinkommt. Was magst du, wenn jemand reinkommt, der ist voll tätowiert und gepierst? Er hat Piercing da, überall Piercing. Und marschiert hier rein? Wie gucken wir ihn an? Warte mal ab. Ja, was machst du dann? Das sind einfach nur Menschen. Und die Sprache der Liebe versteht jeder Mensch. Jeder Mensch versteht die Sprache der Liebe. Jeder Mensch ist empfindlich für Liebe. Jeder Mensch leckt nach Liebe. Jeder Mensch braucht und sucht Liebe und bedingungslose Liebe, bedingungslose Annahme. Und wo sollten Sie das finden, wenn nicht in Gemeinde? Gemeinde, das ist das Schicksal der Gemeinde. Das ist die Bestimmung der Gemeinde. Das ist der Ort, wo Menschen Zuflucht finden sollen. Und ich sage dir, viele Leute laufen da draußen rum und kämpfen mit ihrem Etikett. Das Etikett klebt ganz hartnäckig innen an der Haut. Und das ist schwierig. Und sie suchen nach Menschen, die sie einfach ansehen werden als Menschen. Die sie einfach annehmen werden, wie sie sind.
Unsere Gesellschaft arbeitet mit Schubladen, mit Etiketten. Und das verletzt. Deswegen sagt Jakobus, es ist eine Sünde, wenn wir Menschen diskriminieren, wenn wir Nächstenliebe als Gebot nicht beachten. Seid ihr mit mir? Wunderbar. Dann sind wir gut vorbereitet. Dann können sie die Prostituierten kommen, dann können die Tattoos kommen, die tätowierten Menschen, die gepiersten Menschen und die Rechtsradikal und Linksradikal, die Moslems, die Afrikaner, wie die alle heißen. Kommet! Kommet! Die Bibel sagt, mein Haus ist ein Betshaus für was? Für alle Nationen, für alle Menschen. Menschen allerlei Couleur, die sind willkommen, die tragen das Ebenbild Gottes in sich. Ich hatte nicht geplant, so viel darüber zu sagen, aber ich glaube, dass der Geist Gottes das so führt, weil er uns lehren und vorbereiten möchte. Amen. Also nächsten Sonntag, wenn du hier kommst, nicht Augen machen, wenn du eine Frau da siehst, die hat so eine enge Lederhose. Sie kommt gerade vom Dienst, hat die ganze Nacht gearbeitet, ist verletzt in der Seele und sucht einfach nach einem Ort, wo sie runterkommen kann, sich fallen lassen kann. Und wir gucken sie schief an. Ich habe gehört, in einer Gemeinde kam ein junger Mann einmal, es war Sommer, er hatte eine kurze Hose an und er kam rein. Die erste Person, die ihn angesprochen war, hey, man kommt nicht mit kurzer Hose in die Gemeinde. Das ist doof, Leute. Das ist doof. Also egal, wie der Mensch angezogen ist. Übrigens, es steht nirgendwo in der Bibel, dass man seine besten Klamotten anziehen muss, wenn man in die Gemeinde kommt. Amen. Gott ist ein Vater, Vater für alle Menschen. Und das soll auch wieder gespiegelt werden in seine Gemeinde. Wir sind die Botschaft Gottes hier auf der Erde. Nicht, ich meine nicht wir speziell, sondern der Leib Christi. Amen. So, jetzt nehmen wir den nächsten Versenblock, 12 und 13. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Jakobus rückt hier wieder in den Mittelpunkt die Tatsache, dass wir am Ende unseres Lebens Rechenschaft ablegen werden vor Gott für das Leben, was wir geführt haben hier auf der Erde. Ob wir es glauben oder nicht, ob wir wollen oder nicht. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Er sagt, redet so und handelt so wie Menschen, auf die ein Gericht wartet. Amen. Bitte vergiss das nicht. Immer wenn, bevor du deinen Mund aufmachst, erinnere dich, das Gericht wartet auf mich. Bevor du etwas tust, erinnere dich, das Gericht wartet auf mich. Ich habe es nicht gesagt, das steht hier. Habt ihr auch gelesen in eurer Bibel? Ha? Viele Christen mögen das Wort Gericht nicht und sagen, ey, der ist ja gesetzlich, der ist gruselig. Das steht in der Bibel. Genauso steht es, Gott liebt uns, aber was steht hier? Er wird auch jeden Menschen richten. Damit will er uns keine Angst machen, er will, dass wir uns vorbereiten. Amen? Niemand muss verurteilt werden. Nur die, die sich nicht vorbereitet haben, die das verachtet, missachtet haben. Er sagt, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Das heißt, die Maßstäbe, die du anderen, für andere verwendest, genau solche wird Gott auch für dich verwenden. Wenn du barmherzig warst gegenüber anderen, dann wird Gott auch Barmherzigkeit üben. Übrigens, Barmherzigkeit ist der Verzicht auf das Gericht, auf die Verurteilung für jemanden, der es verdient hätte. Das ist Barmherzigkeit. Ja? Er sagt, wenn du barmherzig bist gegenüber anderen, wird Gott auch barmherzig sein dir gegenüber. Wenn du unbarmherzig bist, dann lädst du Schuld auf dich und dann darfst du erwarten auch, dass Gott nicht barmherzig ist. Er sagt, denn die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Lass uns in Barmherzigkeit üben. Und dann werden wir über das Gericht triumphieren. Also niemand muss verurteilt werden. Nur wir müssen wissen, wie wir uns bestens vorbereiten können. Jetzt kommen wir zum größten Block.
dieses Kapitels, ab Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt. Und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr gebet ihnen nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selbst tot. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken, ich aber will dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben das Gleiche und zittern sogar. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er ist ein Freund Gottes genannt worden. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Amen. Also auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, dass Jakobus hier die Lehre Paulus widerspricht. In Epheser 2, 8 bis 10 zum Beispiel, wo er sagt, ihr seid durch Glauben gerettet und nicht durch eigene Werke. Darum geht es. Da ist überhaupt kein Widerspruch. Beide Lehren sind richtig und ergänzend sagen im Grunde das Gleiche. Was Jakobus hier sagt, ist, dass der Glaube äußere, sichtbare Manifestation haben muss. Ja? Denn Glaube bedeutet, ich habe erkannt, dass meine Denkweise, meine Handlungsweise nicht dem Standard Gottes genügen. Was tue ich? Ich bitte Gott um Vergebung und ich ändere meine Denkweise und meine Verhaltensweise. Das ist Glaube. In der Hinsicht gibt es zwei Begriffe, um das zu bezeichnen. Es gibt einmal Buße tun und sich ändern. Petrus sagt in Apostelgeschichte, tut Buße und ändert euch. Amen. So, Jakobus sagt hier, wenn du Buße getan hast, musst du dich ändern. Wenn du dich geändert hast, muss das sichtbar sein in der Art und Weise, wie du denkst, wie du redest und wie du handelst. Das meint er mit Werken. Wenn du einfach nur bekennst, ich bin gläubig, aber man sieht die äußeren Zeichen nicht, dann ist es fraglich. Da möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es gab einen Mann in Frankreich, der Hochseilartist war. Also er konnte ein Seil hochspannen auf zwei Gebäude oder zwei Ufer von einem Fluss mit einer Kluft dazwischen. Und er konnte auf diesem Seil gehen, und zwar mit gebundenen Augen. Und er hat dabei eine Schubkarre vor sich gezogen. Und er hat es immer geschafft, von einem Ende zum anderen. Und ein amerikanischer Mann hat davon gehört, der sehr reich war. Er wollte es partout nicht glauben, dass sowas möglich ist. Dann hat er doch irgendwann dem Franzosen einen Brief geschrieben, sagt, wenn du wirklich so ist, dann komm nach Amerika und demonstriere mir das. Wenn du das schaffst, gebe ich dir Geld. Aber ich sagte, ich glaube gar nicht, dass du das schaffst. Der Franzose war kurz darauf in den USA. Menschen waren versammelt, eine große Menschenmenge war versammelt. Und der reiche Mann hat am anderen Ende auf ihn gewartet. Der hat angefangen, Augen gebunden, Schubkarre genommen und dann war er auf der anderen Seite. Dann fragte den Amerikaner, glaubst du das jetzt, wo du gesehen hast?
Der Mann sagt, naja, alle haben gesehen, du hast es geschafft von einem Ende zum anderen. Der Mann sagt, aber glaubst du, dass ich das kann? Ja, ich meine, du hast ja gesehen, ich habe gesehen, du bist von da nach da gekommen. Der Mann sagt, glaubst du das? Meine Güte, ja, ich glaube. Dann sagt er, dann setz dich in die Schubkarre und wir gehen auf die andere Seite zurück. Sagt, never, never, sagte der Amerikaner. Also Glaube ist nicht nur, was wir sagen, Glaube demonstriert man durch konkrete Taten. Amen. Glaube muss nach außen sichtbar sein, nicht nur sagen, ich glaube, ich glaube. Das meint Jakobus hier. Glaube ohne Werke ist tot. Und Werke ohne Glauben ist tot. Werke ohne Glauben ist Humanismus. Werke ohne Glauben beruht auf die Güte des Menschen. Und das hat vor Gott nur einen relativ geringen Wert. Und durch solche Werke werden wir auch keine Anerkennung oder keine Errettung bekommen. Aber Jakobus sagt hier, der Glaube, das ist wie ein Samen, eine Saat, die Gott tut in die Erde, in deines Herzens. Und das wächst und wird irgendwann zu einem Baum, der Früchte tragen soll. Darum sagte Jesus in Johannes Kapitel 15, ich glaube Vers 17 oder 15, er sagt, ich, nicht ihr habt euch berufen, sondern ich habe euch auserwählt und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Also der Glaube muss Früchte tragen, die Früchte Gottes tragen. Jakobus nennt hier einige Beispiele für Menschen in der Bibel, die dessen Glauben oder deren Glauben Frucht getragen haben oder die durch gute Werke ihren Glauben gezeigt haben. Er sagt zum Beispiel, nennt er das Abraham. Abraham hat Gott geglaubt, sagt die Bibel, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber woran kann man denn sehen, dass Abraham Gott geglaubt hat? Er hat es manifestiert, indem er die Bereitschaft erklärt hatte, seinen eigenen Sohn auf Gottes Anweisung hin zu opfern. Er war bereit. Er hat den Sohn genommen, hat Holz genommen, Feuerzeug genommen und dann sind sie dahin gegangen, wo Gott ihm gesagt hatte, dass er hingehen sollte, um seinen Sohn zu opfern. Er war bereit. Das ist Glaube. Das ist demonstrierter, manifestierter Glaube. Glaube ist verbunden mit bedingungslosem Gehorsam, mit aufopferungsbereiter Gehorsam. Wenn ich Gott glaube, dann zeige ich das auch durch meine Taten. Dann nennt er auch das Beispiel von Rahab. Rahab war eine Hure. Ich habe vorhin Hure erwähnt. Rahab war eine Hure, aber ausgerechnet die hat Gott gebraucht, um die Spione von Mose zu bewahren, die in Jericho waren. Ja, und das wurde ihr auch als Gerechtigkeit angerechnet. Warum hat Rahab das getan? Weil sie an den Gott Israels glaubte. Sie hat es auch den Spionen gesagt, ich weiß, dass euer Gott größer ist, dass er der einzig wahre Gott ist, deswegen tue ich das. Also wenn ich Glauben habe, dann tue ich wohltätige Werke. Ich unterstütze meine Mitmenschen praktisch, ich helfe, ich bin hilfsbereit. Er nennt auch das Beispiel, dass ein Bruder zu dir kommt und er sagt, ach, weißt du was, vielleicht ist es ein Student, ich habe seit 2 Monaten keinen Job mehr und kein Einkommen und ich weiß gar nicht, wie meine nächste Miete zahlen werde. Und übrigens, mein Kühlschrank ist leer. Dann sagst du, komm, wir beten zusammen, ja? Und dann betest du in Zungen sogar. Versorge, eine Million, ich prophezei, du wirst einen Job bekommen im Namen Jesu. Bruder, der Herr segne dich, ne? Jakobus sagt, das ist nicht Glaube. Er sagt, dein Kühlschrank quillt über. Dein Müll ist voller Reste von gestern, vorgestern, vorgestern. Und du überlegst, ob du vielleicht ein neues Handy kaufst. Du hast vielleicht, dein Handy ist 2 Jahre alt, ja, und das neue kostet 800 Euro. Und du überlegst, welche neue Schuhmarke du haben sollst. Und der Bruder will einfach nur eine Mahlzeit am Tag haben. Er sagt, das ist keine Liebe. Das ist nicht kein Glaube. Der Glaube trägt Früchte, indem er sagt, Bruder, ich bete, aber ich bin auch ein pragmatischer Mensch. Du wirst meine Gebete nicht essen, nicht trinken. Und durch Gebete wurde niemals Miete gezahlt. Schon gehört?
Weltzeitmieter hier mit seinen Gebeten? Ich nicht. Ja? Ich koche keine Gebete. Man trinkt keine Gebete. Ich esse keine Gebete. Man isst ja Spaghetti, Nudeln, Lasagne, wie die alle heißen, im Kui. Gib dem Bruder ein bisschen von deinem Überfluss. Amen. Teile mit ihm, was du hast. Das ist gelebter Glaube, Leute. Das ist gelebter Glaube. Also wenn ich mal ein Geldproblem habe, komm nicht und leg mir die Hände auf. Gib mir Kohle. Amen. Lass uns einfach praktisch sein und vernünftig sein. So, was sind weitere? Also Jakobus sagt dir, lass uns großzügig sein, hilfsbereit sein, unterstütze die Brüder. Und manchmal hörst du, vielleicht kommt ein Missionar und berichtet, wie er vielleicht sich um Kinder kümmert, irgendwo in Indien oder irgendwo in Afrika, wie es schwer ist, wie es manchmal schwer ist, die Kinder zu versorgen mit Essen. Und am Ende sagt der Pastor, komm, lass uns für den Missionar beten. Und alle stehen auf und strecken ihre dreckigen Hände und beten und sagen, Gott segne dich, lieber Missionar. Gott salbe dich im Namen des Herrn. Und dann geht er wieder weg. Das ist nicht gelebter Glaube. Gebt. Gelebter Glaube unterstützt das Evangelium finanziell. Nicht nur durch Gebet. Gebet ist gut, aber Gebet ohne Geld wird nicht viel bewirken. Schon gewusst? Schon gewusst? Gebet ohne Geld wird nicht viel bewirken. Und du brauchst nicht für Geld zu beten, wenn du welches hast. Woher soll das Geld kommen? Vom Himmel fallen? Nein. Wenn Geld jemals vom Himmel fällt, lauf weg. Nicht aufheben. Lauf weg. Das ist kein echtes Geld. Also am Ende muss immer jemand sein Geld rausnehmen und geben. Stimmt's? Niemals wird ein Engel kommen und irgendwie in deinen Briefkasten Geld einwerfen oder keine Ahnung. Gott wird einen Menschen berühren, dass er das tut. Vielleicht siehst du ihn, aber es ist immer ein Mensch. Denn Geld ist etwas Natürliches, nicht Übernatürliches. Also lass uns einfach praktisch und pragmatisch sein in unserer Liebe. Amen. Genau. So, was sind denn weitere Werke, die der Glaube tragen soll? Ich möchte dazu Römer 6, 20 und 22 lesen. Römer 6, 20 und 22, bis 22. Da sagt Paulus, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht, jetzt kommt die Heiligung, das Ende aber das ewige Leben. Ja? Er sagt, früher habt ihr Früchte getragen, vor der Bekehrung, vor dem Glauben, habt ihr Früchte getragen. Aber er sagt, Früchte der Sünde, die zum Verderben führen. Jetzt, wo ihr an Jesus glaubt, er sagt, was soll eure Frucht sein? Die Heiligung. Heiligung bedeutet Absonderung von Gott. Ich sondere mich ab vom Schmutz der Welt. Ich sondere mich ab von der Art und Weise, wie die Welt lebt, wie die Welt denkt, wie die Welt redet. Und ich gebe mich Gott ganz hin. Das ist Heiligung. Ich lese außerdem in Epheser 4, 25 bis 32. Da heißt es darum, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. So, das ist etwas, was geschehen muss. Wenn ich früher ein Kettenlügner war und jetzt behaupte ich, ich hätte mich bekehrt, dann sagt Paulus hier, leg die Lüge ab. Das kann mal aus Versehen passieren, ja? aber er sagt, hör auf, die ganze Zeit zu lügen. Leg die Lüge ab. Also wenn ich sage, ich bin Gläubiger und ich lüge gerne und bewusst, was ich schon immer früher gemacht habe, dann ist irgendwas nicht ganz, ja, nicht ganz. Und vor allem, wenn es mich gar nicht stört. Für mich ist es eine legitime Waffe, ist etwas Legitimes. Ich rechtfertige das sogar. Dann ist es wirklich problematisch. Dann hast du irgendwas noch nicht ganz kapiert.
Es kann mal passieren, aber ne, dann bereue ich und bitte Gott um Vergebung. Aber wenn ich das für normal halte und einfach weitermache, dann habe ich den Schuss nicht gehört. Ja? Leg die Lüge ab, rede die Wahrheit. Das ist die Frucht des Glaubens, die Wahrheit reden. Koste es, was es wolle. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ein Pastor war neu in einer Stadt und dann hatte noch kein Auto und wollte von A nach B fahren, ist in einen Bus gestiegen und der Busfahrer hat ja eine Fahrkarte bezahlt und der Busfahrer hat ihm zu viel Rückgeld gegeben. Und dann setzt sich der Pastor und zählt das Geld nach und merkt, oh, er hat mir ein paar Cent mehr zu viel gegeben und er geht zum Busfahrer zurück und sagt, Entschuldigung, Sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Dann gibt er ihm die Differenzen. Der Busfahrer hält an und sagt, ich habe gehört, dass Sie neu in der Stadt sind und ich war auf der Suche nach einer neuen Gemeinde. Ich wollte Sie testen. Nächsten Sonntag bin ich bei Ihnen in der Gemeinde. Amen. Lass uns ehrlich sein, die Wahrheit, in der Wahrheit leben, wandeln. Weiterhin sagt Paulus, zürnt nicht. Oder zürnt ihr so sündig nicht? Haben wir letzten Sonntag schon gesprochen. Beherrschung der Emotionen. Es ist unvermeidbar, dass wir mal sauer werden. Aber wenn du sauer willst, sagt Paulus hier, sündige nicht. Lass die Teller liegen. Lass die Blumentöpfe liegen. Lass mal diese derben Worte einfach im Mund. Schlucke sie runter. Ja? Du kannst vielleicht auf die Zunge beißen, zweimal zack, zack, wenn es dir hilft. Oder mal vielleicht dich kneifen oder so, tu irgendwas, um nicht zu sündigen. Gott weiß, wenn wir sündigen, wenn wir zornig sind, öffnet das ein Tor für allerlei Sünden. Manchmal kommen Worte raus, die wir nicht mehr rückgängig machen können, die Spuren und tiefe Verletzungen hinterlassen. Ja? Wir können um Vergebung bitten, aber das wird den Schaden nicht gänzlich beseitigen. Dann sagt er, zürnt ihr so sündig nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also wenn du sauer bist, nicht jetzt eine ganze Woche nicht mehr reden mit deiner Frau, mit deinem Mann oder mit deinem Kollegen oder so. Ja? Er sagt, die Sonne soll nicht untergehen über euren Zorn. Vergib, lass los, such die Versöhnung und ja, dann ist die Sache einfach mal weg. Er sagt, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Na, vielleicht warst du früher ein Automatenknacker oder ein Seriendieb oder du hast einfach gewohnheitsmäßig immer wieder mal was mitgenommen von der Firma oder so oder ja, vom Steuer, vom Finanzamt. Ja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten zu stehen. Er sagt, wenn das zu deinem frühen Leben gehört hatte, jetzt bist du gläubig. Die Frucht des Glaubens ist Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Hör auf zu stehlen. Hänge deine Klauinstrumente an den Nagel. Ja? Und arbeite. Arbeite mit eigenen Händen, damit du etwas verdienst und anderen helfen kann. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Das ist ja auch hier ganz kritisch. Kein schlechtes Wort. Manchmal höre ich Christen reden, denke ich, oh nein, warum hast du mir Ohren gegeben, Herr? Warum hast du mir Ohren gegeben? Sie benutzen Kraftausdrücke, werfen mit Kraftausdrücken um sich. Und dachte ich, Der Nichtgläubige redet so, und der Gläubige redet so. Wo ist der Unterschied? Nicht fluchen. Ja, und das SCH-Wort ist auch in vielen christlichen Haushalten ganz normal. Ich will es hier nicht sagen, ihr wisst, was ich meine. SCH. Sogar bei LTS2 machen sie BIM, wenn das rauskommt, wenn das verwendet wird. BIM. Was ist das für ein BIM? Ja, aber wir Christen, viele Christen, wir nutzen es einfach aus. Schlechte Wort. Er sagt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Und dann, was rauskommt, soll die Leute erbauen, die dir zuhören.
Das soll der Maßstab sein. Wenn du im Begriff bist zu reden, frag dich, wird das meinen Zuhörern erbauen? Oder wird es sie nach unten bringen, verletzen, soweit, ja? Kein schlechtes Wort. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in dem Messias Jesus Christus. Da erübrigt sich jeder Kommentar. Das ist selbsterklärend, oder? Amen. Ist Gott nicht gut? Also Gott will, dass unser Glaube Früchte trägt. Warum? Weil wir dazu bestimmt sind, das Ebenbild Gottes sichtbar zu machen in dieser Welt. Gott ist unsichtbar und er möchte durch seine Kinder sichtbar, erfahrbar werden in dieser Welt. Darum sagt Paulus in Kolosser 2:3, Vers 10, wir werden verwandelt nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Ja, sein Ebenbild soll sichtbar werden, dargestellt werden durch uns. Wenn Menschen uns treffen, sollen sie das Gefühl haben, dass sie einen Mini-Gott getroffen haben. Dass sie Gott in Miniatur getroffen haben. Das ist zumindest das Ziel, wo Gott uns hinführen möchte. Deswegen sollen wir diese Werke darstellen, sollen unser Glaube diese Früchte tragen. Es geht nicht hier um Religion, dass wir anfangen jetzt zu sagen, wie lang der Rock sein soll und wie lang das Haar sein soll, das ist alles Quatsch. Gott trägt keine Röcke, er hat keine, die Haare, das interessiert ihn nicht. Es geht um den Charakter. Es geht um meinen Charakter und meinen Umgang mit mir selbst und mit meinen Mitmenschen. Darin können wir Gott sichtbar machen lassen. Amen. Damit kommen wir zum Schluss dieser Predigt und ich möchte uns einladen, miteinander aufzustehen. Und vielleicht bist du von der einen oder an der anderen Sachen angesprochen worden. Und dann möchte ich dir empfehlen, dass du darauf reagierst und dass du betest, zurückredest zu deinem himmlischen Vater, der übrigens aus seinem Liebesherzens heraus zu dir diese Worte geredet hat, weil er einen großartigen Plan für dich hat, weil er dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln möchte, weil er dein Leben gebrauchen möchte, um sein Reich auf dieser Welt zu verbreiten. Du sollst seine Botschafterin und sein Botschafter sein in dieser Welt. Und sein Heiliger Geist ist in dir und möchte dich dahin bringen. Aus eigener Kraft schaffen wir nicht. Wir sollen unsere Herzen einfach zur Verfügung stellen und der Heilige Geist, der in uns Gläubigen wohnt, wird es möglich machen. Darum, lasst uns bitte alle zusammen zum Heiligen Geist beten. Sag, Herr, hilf mir, wo ich noch Mängel habe. Vielleicht ist dein Mangel emotional, dass du wütend bist, dass du zur Bitterkeit neigst oder deine Worte sind nicht immer erbauend. Bete, sag, Herr, beschneide meine Zunge. Beschneide mein Herz. Hilf mir, meine Emotionen besser unter Kontrolle zu kriegen. Wie auch immer. Lass uns beten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herr. Hey, wir bekennen, dass wir verfehlt haben, Herr. An einer oder anderen Stellen, Herr. Aber wir erkennen auch, dass du mit uns nicht fertig bist, Herr. Darum kommen wir vor dich hin und wir bitten dich um Vergebung. Und wir beten, dass du uns reinigst mit deinem kostbaren Blut. Dass du in uns ein neues Herz erschaffst, Herr. Einen beständigen Geist, einen willigen Geist, wie David betete, Herr. Einen willigen Geist, einen beständigen Geist, ein beständiges Herz. Ein Herz, was beständig ist, Herr. Im Streben nach Heiligung, im Streben nach Barmherzigkeit, im Streben nach Gerechtigkeit, Herr. Wir wollen, dass unser Glaube Früchte trägt, Herr. Wir wollen reich an Werken sein, Herr.
Wir wollen großzügig sein, Herr. Wir wollen, Herr, heilig leben. Oh, Halleluja. Samaliroko Samayakatayaba. Oh, Geist Gottes. Ja, Herr. Lass das Licht zunehmen in uns, Herr. Nimm zu, Herr. Und dass wir abnehmen, Herr. Dass wir abnehmen. Nimm zu, Jesus. Nimm zu in uns, Herr. Lass dein Licht immer breiter werden in uns und die Finsternis in uns vertreiben, Herr. Im Namen Jesu, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich gebe dir die Kontrolle, Herr, über meine Zunge, Herr, meine Emotionen, meine Gedanken, Herr. Ich will reden. Worte, die meine Zuhörer erbauen, Herr. Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr, auf dass ich nicht mit meinen Worten gegen dich sündige, Herr. Oh, Rebokastabanari Labaria Sampa. Hilf mir, auf meine Worte zu achten, Herr. Befreie mich, Herr, von Bitterkeit, von Wut, von Zorn, Herr. Schenk mir Sanftmut, Jesus. Sanftmut. Selbstbeherrschung, Herr. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Herr. Ramakata basonoriera rama. Mito toko mama. Schenke mir Langmut, Herr. Ich will langsam zum Zorn sein wie du, Vater. Langsam zum Zorn, Herr. Reto toso mokara. Ich will gütig sein. Ich will großzügig sein. Ich will großgebig sein, Herr. Nakama sankone yatasari yataka. Halleluja. Oh, gieße aus deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, Herr. Oh, Geist Gottes, verwandle uns. Hilf uns in unserer Schwachheit. Hilf uns. Heile unseren Charakter. Heile uns. Verwandle uns. Nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat, Herr. Makondo robo nakasimo no kore yama. Bakana batubori toto sekinae. Kabara matako nabesai. Kabako robo sekarae. Halleluja. Halleluja. Wir wollen reich an guten Werken sein, Herr. Reich an guten Werken, Herr. Reich an guten Werken. Danke, Vater. Danke, dass du so gut bist, Herr. Gebrauche uns, Herr. Gebrauche uns, um dein Wesen zu verbreiten und sichtbar zu machen, wie du wirklich bist, Herr. Für uns ist es unmöglich, aber für Gott ist nichts unmöglich, Herr. Du bist willens, uns zu verwandeln jeden Tag nach deinem Ebenbild, Herr. Danke, Jesus. Halleluja.